Herzlich willkommen auf meinem wunderschönen Desktop. Ich möchte euch eigentlich hier nicht den Desktop präsentieren, sondern eigentlich geht es hier nur um dieses kleine Textdokument. Wie ihr sicherlich erkannt habt, sind da Keys drin. Diese Keys beschränken sich auf Videospiele, wie das auf meinem Kanal so üblich ist. In diesem Textdokument ist jetzt noch ein einziger Key für ein Spiel drin. Die restlichen Keys bin ich losgeworden oder habe sie verschenkt oder habe sie selber benutzt, wie man das halt so macht, wenn man Spiele doppelt hat. Verkauft habe ich keine. Denn diese Spiele sind alle aus einem Humble Bundle und die haben nicht sonderlich viel gekostet. Das heißt jetzt nicht, dass das schlechte Spiele sind, die sind teilweise ziemlich gut. Und was das jetzt für ein Spiel ist, möchte ich nicht verraten. Ich sage nur so viel, es ist aus dem Origin Bundle, wo man teilweise die Spiele auch bei Steam aktivieren kann. Dieser Key funktioniert aber nur bei Origin. Nicht bei Steam, nicht bei Uplay, sonst was, nur bei Origin. Das heißt, wenn ihr diesen Key gerne haben möchtet, was ich doch hoffe, braucht ihr Origin. Ist kein Problem, lädt man sich einfach runter. Ich denke, das kriegt jeder hin von euch. Nun zum zweiten Teil des Videos. Was ist das Humble Bundle? Ich habe hier mal die Seite schon mal geöffnet. Und zwar geht es auf dieser Seite um so eine kleine Spendenaktion. Das heißt, man kann hier Spiele oder Soundtracks von Spielen für günstig Geld erwerben. Und hat dafür halt immer ein bisschen Zeit und bekommt dann quasi, was man jetzt hier halt so sieht, Cube, Velocity, also außer Cube kenne ich ehrlich gesagt gar nichts. The Fall sagt mir noch was, aber sonst, wie gesagt, ist eigentlich an sich relativ selbsterklärend. Man bezahlt, was man will, dann bekommt man diese drei Titel hier. Bezahlt man noch mehr als 6 Dollar, bekommt man diese drei Titel zusätzlich hinzu. Und bezahlt man mehr als 15 Dollar, bekommt man The Last Federation auch hinzu. Das bekommt man wahrscheinlich auch erst, wenn man 15 Dollar bezahlt, weil das der Soundtrack zu dem Spiel ist, glaube ich. Die bekommt man bei jedem x-beliebigen Betrag. Wie gesagt, ich habe dann da mal teilgenommen, ging um so eine Origin Edition und habe dann da diese Keys selber verwendet oder verschenkt. Davon ist jetzt ein Key übrig geblieben, den ich gerne verschenken möchte. Bei 100 Abonnenten habe ich, glaube ich, gesagt. Jetzt sind wir, glaube ich, bei 103. Der Grund, warum ich ein bisschen länger gewartet habe, ist einfach, weil wir zu Beginn, als wir das erste Mal die 100 Abonnenten hatten, ist das immer so hin und her geschwankt zwischen 99 und 100. Deswegen habe ich ein bisschen gewartet, bis wir etwas über 100 sind, damit ich auch sicher gehen kann, dass auch 100 Abonnenten da sind. Dieses Gewinnspiel ist für meine Abonnenten gedacht, nicht für irgendwelche anderen Zuschauer. Ihr könnt gerne abonnieren und dann teilnehmen und wenn euch die Videos nicht gefallen, könnt ihr gerne wieder deabonnieren. Das ist euer Recht als Zuschauer. Ja, so. Also, wenn ihr teilnehmen möchtet, schreibt einfach in die Kommentare rein, dass ihr diesen Key gerne hättet. Scheißegal, was ihr da reinschreibt, ist im Grunde genommen einfach komplett egal. Einfach nur, dass ihr da reinschreibt, dass ihr den Key haben möchtet. Gibt keinen Punktabzug für Rechtschreibung oder sonst was. Scheißegal, ja. Nur, dass ihr das haben möchtet. Und dann werde ich das auslosen und ja, dann hoffe ich, wird sich ein glücklicher Gewinner finden und ihr nehmt alle teil. Würde mich freuen. Wie gesagt, das ist hier nichts Illegales. Das ist einfach nur eine kleine Spendenaktion von diesem Humble Bundle. Könnt ihr gerne mal gucken. Humblebundle.com gibt es auch immer, jede Woche immer was Neues. So viel dazu. Ich hoffe, ihr nehmt teil und bis zum nächsten Video. Tschüss.